Folge 46 von Oxygen Not Included. Wir haben letztes Mal geguckt, dass wir hier den Kohlegenerator in Schwung kriegen, der immer noch nicht läuft. Und hier müssen wir natürlich auch definitiv hochmachen, damit es läuft, weil sonst wird das ja auch nicht passieren, würde ich sagen. Ne? Gut, da gibt es noch was zu essen. Die sind gerade alle am Pennen. 7200 ist ja auch schon mal ganz gut. Da gibt es auch noch zu essen. Also da machen wir uns jetzt keine Sorgen, glaub drum. Eher, dass er hier kaputt geht. 6,3 war letztes Mal auch 6,5. Er hat irgendwie noch was gegessen. Alles gut. Okay, hier oben haben wir die Leitung komplett jetzt fertig. Oder wie sehe ich das? Ja, sieht wohl so aus. Gut, das würde bedeuten, man müsste dann gucken, wie die Kühlung funktioniert. Wenn sie denn funktioniert. Pumpe hatten wir angemacht. Fehlt nur noch der Strom. Aber Sauerstoff war das nächste Problem, ne? So, für den Sauerstoff müssen wir mal gerade Strom gucken, wo der herkommt. Also der kommt entweder... Ne, kommt er nicht von da. Da auch nicht. Ach so, was mir so einfällt, ne? Dieses hier... Warte mal, das machen wir gerade nochmal weg, ne? Die Pflanzen hier, ne? Die, sag schon... Das Mehlholz, das braucht überhaupt gar kein Licht, ne? Da haben wir wieder was angebaut, was wir gar nicht brauchen, glaube ich, ne? Also hier, diese Pflanze, die braucht Licht. Beleuchtung, Licht. Aber diese hier, die brauchen gar kein Licht. Das bedeutet, hier sind Dornblüten, die wir definitiv dann da haben müssen. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, hier ist es überall nur Mehlholz. Da können wir eigentlich diese Lampe definitiv Gebäude deaktivieren und da auch. Ah ne, da nicht, weil da war ja, da kannst du wieder... Ne, das Rohr will ich nicht, ich will die Lampe. Kohlendioxid will ich auch nicht. Deckenlampe. So, passt schon. Aber der kann ausbleiben. Hier haben wir ja einen wenigstens. Müsste man mal gucken, dass man vielleicht noch was da hinkriegt. Und das tauscht oder so. Hier sieht es alles nach Mehlholz aus. Das bedeutet, das können wir auch deaktivieren. Und ich glaube, hier ist es das gleiche in Grün. Kannst du auch deaktivieren. Brauchen wir auch nicht. So, der Schleim wurde schon irgendwo hin transportiert. Allerdings wird nicht Kohle hinzugefügt. Aber Kohle ist doch da, oder? Verbrauchbare Erze waren das. Da steht die Kohle bei. Kohle 33 Tonnen. Die Frage, was sie jetzt gerade machen, ne? Dass das nicht läuft. Er hat jetzt den Schleim aufgenommen. Und da liegen noch 104 Tonnen. Ja. Sandstein ist da drin. Ja, ich schätze mal, in irgendeinem Behälter, wo so ganz wenig ist, ist wahrscheinlich der Schleim drin, ne? Ach, der Lagerbehälter ist aus Sandstein. Alles klar, dann kann ich doch lange gucken. Und was ist drin? Gelagert nix. 1400. Von was denn? Da, okay. Hä? Sand? Okay, doch. Ne, der Lagerbehälter Sandstein ist da richtig, aber hier ist jetzt Magmatit dran. Hier 70,2 Kilo Kohle ist da dran. Hier ist auch mehr dran. Mehlholzsamen. 42 Mehlholzsamen sind da dran. Strauchsamen sind da auch dran. Pinchapfelsamen. Samen sind da genug drin. Ja, was passiert jetzt hier? Keine Energie. Strom, gucken nochmal.
Dann muss das Hamsterrad hier auch noch laufen gerade. Macht aber keiner, ne? Geht jetzt einer laufen oder nicht? Wohl nicht. Die haben ja gerade ihren eigenen Kopf, oder was? Ja, Erdgasgeschichte läuft natürlich auch nicht. Da wurde Erde aufgenommen. Wie sieht es denn hier mit Sauerstoff aus? Okay, da war Sauerstoff in dem Raum drin, also geht's. Schleim aufgenommen. Da ist jetzt keiner mehr drin, oder? Doch, da müsste noch Schleim sein. Oder? Nee, sieht nur so aus, dass das Schleim ist. Ja, ist wohl gar nichts. Gut. Aber wir können ja hier mal gerade auch so eine Aufräumungsgeschichte hier gerade anstoßen, oder? Ja, das mit dem Wasser ist auch doof hier. Macht da sauber, beziehungsweise hat da gerade das geregelt. Hier wird auf Toilette gegangen. Ja, ist easy going, ne? Hier haben wir Felder gemacht. Sollten wir da die machen? Wie warm ist denn das hier? 27,9 Grad. 5 bis 30 würde hier gehen, ne? Na komm, Pflanzen. Ach, wir haben keine, oder wie sehe ich das? Oder was geht hier nicht? Hä? Okay, da geht's da nicht. Wegen der Maschine daneben, oder was? Machen wir so. Liegt da schon eine Wasserleitung? Ich will's hoffen. Aber was auf jeden Fall dann dahin muss, ist noch eine Lampe, ne? Vielleicht sollten wir das doch da abbrechen. Geht das so nicht? Ne, geht so nicht. Dann lasse da wachsen. Dann... muss der Strom noch hier weitergeführt werden. Und unter Möbel war das, ne? Wo ist Möbel da? Wo lassen wir es dann? Mal sehen, was hier passiert. Hier ist immer noch nichts drin. Kein Mensch weiß warum. Achso, wir müssten erstmal hier Prioritäten vielleicht gucken auch, ne? Angreifen braucht er jetzt nicht. Lebenserhaltung macht er. Umschalten macht keiner. Makona-Generator aus. Umschalten macht keiner. Kann er machen. Hier ist jemand, der Doktorfähigkeiten hat. Aufräumen ist er angesagt. Hier ist Kochen der Roban zuständig. Dekorieren ist jetzt nicht so gefragt. Forschen ist da. Bedienung können wir hier und eher. Landwirtschaft ist klar. Feldzucht ist auch klar. Bauen. Warte mal, bauen muss nicht jeder hier sofort können, wenn eine Kolonie kommt. Er muss nicht bauen und er kann ruhig bauen und er muss nicht bauen. Da haben wir schon Graben jemanden und jetzt ist hier Versorgung. Obwohl, vielleicht nicht er, weil er hat schon genug. Er hat hier unten 4, komm, dann macht er auch noch Lagerung. Müssen wir gucken, wie es so wird. So, jetzt sollte da ja was auch passieren hier, ne, oder? Hier vor allem. Aber wie so ist, schlafen sie jetzt erstmal eine Runde, ne? Ja, obwohl er ist erstmal gemütlich am Essen. Wenig Sauerstoff da, okay. Gut.
zwei sind am Schlafen, der dritte kommt dazu. Der vierte ist auch schon da, der geht oben pennen. Ach so, die beiden pennen da, alles klar. Ja, Sauerstoff, hier geht's, würde ich sagen. Und ja, da kommen wir auch noch zurecht, glaube. Müssen aber was dran tun. Dafür brauchen wir definitiv Strom, ne? So wenig Ressourcen sind immer noch 8,5 Kilo dran. Ne? Also da kommen wir noch gerade so mit hin. So. Wie ist denn die Prio hier? 5, okay. Darüber das Bauen ist auch 5. So, Aufstehen ist angesagt. Alle wach. Toiletten sind ja hier. Das funktioniert ja alles. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie Strom kriegen, ne? So, da wurde Kohle geholt. Alles klar. Wir haben also jemanden, der jetzt auch da die Maschinen betätigen kann. Und dann läuft es auch wieder. So, und siehe da. Produktion läuft. Pumpe läuft. So, jetzt muss man dann mal gucken, was unsere Temperatur hier oben so ergibt, ne? Ah, er wird gerade geputzt, okay. Erde wurde aufgenommen. Zyklen. Ja, ihm ist noch alles gut, ne? Ja. Hier läuft es auf jeden Fall. Pumpe läuft auch. Hier läuft die Pumpe nicht. Er ist auf Toilette. Ja, geht auch auf Toilette. Was machen unsere Leitungen? Hier noch nichts. Wo geht denn das lang hier? Da, ne. Müssen wir gerade mal sanitär auswählen hier, ne? Okay, ach so, die Pumpe geht hier unten lang. Okay, dann dauert es noch. 35 Grad, was haben wir hier? Auch 35 Grad. Wird aber wohl kühler. Wie warm ist das Wasser hier drin? 33 Grad, okay. Bin ich gespannt. Ja, aber das Rad brauchen wir dann doch nicht mehr, ne? Nicht Harald, sondern Hamsterrad. Können wir machen. Wenn es bei 10% ist, dann soll da jemand treten. War doch so, ne? Ladeschwelle. Duplikanten werden aufgehört, diesen Generator zu betreiben, wenn die Gesamtladung der angeschlossenen Batterie unter 10% fällt. Eigentlich müsste der jetzt da aufhören zu treten. Okay, das Wasser ist schon hier. Das ist der, der vorauseilt. ...35,1 Grad. 34,9. Wie warm ist es hier drin? 32. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert, was wir da vorhaben. ...17 Grad minus. 15, 16 Grad minus. 17 Grad minus. 16, 17 Grad minus. Ja, okay. Hier wird es schon wärmer, aber wir werden sehen. Das Wasser kommt jetzt an. Da ist der erste Tropfen mit 35 Grad. So, jetzt kommen die 35 Grad da durch.
Was jetzt hier passiert? Okay, das läuft noch durch. Ja, 23 Grad, okay. Das Wasser wird hier auf jeden Fall abgekühlt. 28, okay, wird jetzt wärmer. Okay, da passiert gerade was bei unserem Drucker. Jetzt wird die Leitung warm. Hier schmilzt es jetzt natürlich auch, wie wir sehen, weil das warme Wasser dahin kommt. Grad. Wie kommt es denn jetzt hier raus? Wasser bei 19 Grad, 11 Grad. Grad. Das ist die Frage, ob das funktioniert, was ich vor. Aber doch, da war es jetzt gerade nicht mehr wärmer geworden. 15 Grad. Ja, 15,5. 16. Es wird definitiv wärmer, aber es ist ja hier wärmer unterwegs, ne? So, jetzt kommt es hier rein. 32,7 Grad haben wir jetzt hier. Der rappelt hier auf jeden Fall. So, hier muss ja wieder was passieren jetzt, ne? Dass es warm wird. Aber es wird momentan kälter. 11 Grad hat das Wasser hier. Und hier ist es bei 26 Grad. Hier ist es 19 Grad, 22 Grad. Unsere Idee, die wir hatten, funktioniert wohl gerade. Oder wie sehe ich das? Ne, 28 Grad. Aber es ist auf jeden Fall unterhalb der Temperatur, die die Pflanzen haben sollen, oder? Wachstum gestoppt, Körpertemperatur. Bin mir noch nicht sicher, ob es funktioniert. 16 Grad. Kann man das hier sehen? Nee, ne? Das Mehlholz hat jetzt hier welche Temperaturen? Ne, es steht nur, dass es da zwischen diesen Temperaturen sein muss, ne? Der verschmutzte Sauerstoff hat nur noch 17 Grad, also... Ist jetzt die Frage, wann da was passiert, ne? Wie sieht's denn hier so aus? Der läuft da. Die Batterie ist da. Machen wir da mal auf 20. Er arbeitet auf jeden Fall noch gut. Das Wasser ist durch. Hat hier nur noch 26 Grad. Eigentlich ist das passend. Achso, unser Drucker hier noch. Gucken wir mal rein. Wähle eine Blaupause. Goldamalgam. 2 Tonnen. Verfügbar 400 Kilogramm. Achso, das haben wir da und 2 Tonnen können wir haben. Stromsystem verwendet werden, okay. Oder hier Leute nehmen. Dann haben wir wieder ein Essensproblem erstmal. Schläft regelmäßig ein. Stärke gesenkt wäre okay. Schnarcht laut, das wollen wir nicht. Blase erhöht wollen wir auch nicht. Also wenn, dann kreativ, Wissenschaft und Landwirtschaft. Oder Goldamalgam.
Ja, was machen wir mit Otto? Oder Goldamagan. Ich glaube, wir nehmen noch einen Drucker dazu, eine Person hinzu, weil wir definitiv noch den einen oder anderen jetzt doch brauchen. So, Duplikantenfertigkeiten. Otto hat jetzt was? Forschung oder verbesserte Landwirtschaft? Ich nehme mal die verbesserte Landwirtschaft. Er hat hier alle Herzchen schon voll. Da haben wir sogar verbessertes Basteln schon genommen. Er hat auch alle Herzchen voll. Und er auch alle Herzchen voll. Und da schon extra Sachen. Ja, das ist jetzt hier Stress dann, ne? Eigentlich sieht es doch gut aus, oder? Mal gucken. So. Körpertemperatur steht da immer noch an. Irgendwo ist da der Schalter jetzt zugange, weil das Thermostat hier schon was weiß. So, jetzt gehen sie alle pennen. Wir müssen noch Schicht einführen. Otto ist ein Frühaufsteher. Das heißt, Otto sollte schon da drinnen sein. Ja, passt ja dann auch, oder? Und Miep ist hier. Ja, passt schon. Können wir erst so lassen. Gut. Passiert hier was? Kein Schleim drinne. Muss also auch noch passieren. Wasser kühlen wir gerade ab, 21 Grad. Sind aber Keime ohne Ende drin, ne? Da müssen wir was machen mit den Keimen. Das Rohr geht bald kaputt. Hier sind Keime in der Luft. Ja, das ist nicht gut. Aber unsere Duplikanten sind ohne Keime, ne? Ja. Mal gucken. Hier wird geduscht. 5 Leute. Er holt da was weg? Erde. Ja. Wie sieht's denn mit Essen aus? Sechs, sechs haben wir. Sollte man jetzt hier Matsch machen und den aber nicht zum Essen zur Verfügung stellen? Der erste Start, der Schlamm. Das Innere ist fast völlig ungekocht, trotz der knusprigen Außenseite. Okay. Ich würde es jetzt auch mal hier anbieten. Mal gucken, ob das einer macht. So, jetzt müssen wir mal gerade nach Sauerstoff gucken. Die Pumpen laufen wir jetzt mal wieder. Ich glaube, dann kommt auch überall Sauerstoff rein, oder? Ah, hier ist der erste, der wieder wächst. Hier drunter sind auch welche, die wachsen. Hier die Lampe können wir ausschalten, weil fehlplatziert. Hier sind auch alles Mehlläuse, auch fehl... Können wir auch deaktivieren. Braucht keiner da, ne? Hier ist das gleiche in grün. Braucht auch keiner. Hier braucht auch keiner.
Wir wachsen auch im Dunkeln. Dafür ballern wir nur Strom, den wir gar nicht brauchen. Hier wächst jetzt was. Hier wächst nichts. Warum nicht? Körpertemperatur, okay. Müssen wir gucken. Er läuft da. Zu wenig Ressourcen sind Algen, die wiederum hier gemacht werden sollten. Und da ist zu wenig Schleim. Wo kommt der Schleim her? Das ist die Frage. Organisch, Alge, Schleim. Wie, wir haben keinen Schleim. Da passt doch was nicht. Wir haben noch Schleim gehabt, oder? Wo ist denn der Kompost? Jetzt finde ich den Kompost nicht mehr. Ah, die Toiletten waren hier. War da der Kompost nicht in der Nähe? Da ist er doch. Steht da drinnen, was da passiert? Erde. Ich hatte jetzt gerade gedacht, dass der Schleim damit draufgeschmissen wird, aber der wird da nicht mit draufgeschmissen. Aber was passiert dann bitte schön mit dem Schleim, dass wir keinen haben? Der Puff hier. Puffprinzei, okay. Dann lass uns doch mal hier noch so eine Brutmaschine hinstellen, oder? War die hier? Nee, ne? Schutzanzugskontrollstelle und sowas haben wir da auch. Da, Brutschrank. Den stelle ich jetzt mal noch dahin. Der braucht bestimmt Strom. Gut. So, Nahrung 15.000, das ist erstmal was, ne? So, hier dieses Wasser, das wischen wir jetzt mal auf Stufe 9 auf, ne? Damit das da mal wegkommt. Immer die nassen Füße macht die auch krank, oder? So, wie sieht's aus hier? Aha, die nächste Pflanze ist hier auch schon am Wachsen wieder. Also wir kühlen hier definitiv was ab. Ja, hier geht er an und aus, ne? Sendet ein grünes Signal, wenn über 29 Grad, richtig? Das bedeutet, wir senken das mal ein bisschen ab. Ich glaube, der springt zu früh an, vielleicht. Weil hier kommt ja kein Wasser mehr dann durch. Grad. Das Wasser hier ist mit 47 Grad ganz schön warm. So, jetzt sind wir hier unterwegs mit dem Wasser bei 31 Grad. Mit welcher Temperatur kommen wir hier raus? Mit 38 Grad, okay. Ja, da müssen wir mal gucken, was da passiert, ne? Sollen wir das mal abbauen hier? Bau das mal ab. Und den bau auch mal ab. Ist der Schleim hier kontaminiert? Nee, den können wir sogar abbauen, ohne dass da was Schlimmes passiert hierbei. Oh, hier gibt es sogar noch Algen, ne?
Batterie da ist voll, das ist schon mal cool. Was haben wir hier für eine Prio? Das Erdgas, das müssten wir eigentlich kriegen. Wie ist denn mit der Sanitärgeschichte? Mit nicht sanitär, mit der Lüftungsgeschichte. Die Leitung steht bis oben hin, okay. Also wenn wir ordentlich Essen haben wollen, dann müssen wir diese Lüftung hier weiterbauen. Der hier wächst nicht, weil Wachstum stoppt, Düngung, okay. Ja. Ich würde jetzt gerne gucken, dass wir das hier hinkriegen, ne? Wie alt ist denn der? Da muss man anklicken für. Oh, der ist nur noch 10 Jahre, kann er nur noch älter werden, dann ist der Geschichte. Okay. So, dann lass uns mal Prioritäten angucken. Mache ich mal auf das. Damit wir ans Erdgas dran kommen, oder? Dann haben wir auch einen Erdgasgenerator noch dazu. Brennbares Gas wandelt Erdgas in elektrische Energie um. Okay, das ist jetzt aber nicht das, was ich unbedingt will. Ich möchte jetzt hier noch den Gasfilter nochmal haben und da will ich sehen, warte auf Lieferung. Achso, der muss auch erstmal gebaut werden, damit wir den dann switchen können. Lüftung. Der geht dann da rein. Warte mal, das bedeutet. So, das andere Gas geht hier hin. Was haben wir denn da gebastelt? Also Erdgas in elektrische Energie um, ist klar, aber dann kommt hier CO2 raus oder was? Das wäre ja verkehrt, ne? Aus, rein, rein. Macht da Strom wahrscheinlich. Oder ist das hier eine Stromleitung? Das ist eine Gasleitung. Wo haben wir denn da Strom angeschlossen an dem Ding? Nö. Also er hat da unten dann Strom. Funktioniert erstmal so, ne? Was macht er jetzt? Ah, er pflegt erstmal den Pufflet da. Und in der Zeit macht er vielleicht noch ein bisschen aufbauen hier oder so. Wie sieht es hier mit Sauerstoff zurzeit aus? Geht. Die Schleuse braucht auch Strom, ne? Ja, unzureichende Sauerstoffproduktion. Ja, und ich gucke wieder die ganze Zeit zu, wie das hier so wunderbar läuft. Und wenn ich dann auf Uhr gucke, sehe ich, dass wir schon wieder über der Zeit sind. Da müssen wir definitiv was dran machen. Es will auch keiner den Strom hier ausschalten, ne? Naja, aber ist halt erstmal so. Aber hier wächst was. Weil 27 Grad Körpertemperatur. Dieser wächst ja auch. Der ist noch 30,6 Grad zu warm, der mit 30,9 auch. Was ist denn das Wasser jetzt hier drin? Wasser 26 Grad, okay. So, jetzt ist hier alles weggeschmolzen. War hier nicht eine Pflanze? Wächst. Keuchwurz. War hier nicht eine Keuchwurz auch? Ist die kaputt gegangen? Ist für die Keuchwurz zu warm, oder was? Ach, guck mal, da ist noch einer.
Der hat hier ganz viel, ne? Shit. Ja, wie warm ist denn die Luft hier? Noch minus gerade. Passt also noch. Noch ist alles gut. Ja, müssen wir gucken, was da hier wird. Zurzeit sieht es nicht so dolle aus. Es kommt mit wie viel Grad rein? 38 Grad waren da gerade. 31,5 hat die Leitung. Und raus geht's mit 26,7. Noch funktioniert's. Naja. Müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen, oder? Hier ist lauter Wasser, was wir schon mal irgendwie bearbeitet haben. Da kommt doch, da kommt einer hin. Kann man aufputschen bis da. Hier ist noch nichts passiert. An der Schleuse, da fehlt Strom. Wie weit ist das weg? Achso, der Strom ist da, wird aber nicht genutzt, weil da kein Rad läuft. Und der Generator da läuft, ne? Aber dann ist der nachher auch wieder überlastet. Bringt nichts. Okay, wir sind mit der Zeit zu weit fortgeschritten. Wir müssen aufhören. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne, wie ihr das Video auf anderen Kanälen teilen könnt. Alles klar, und letztes Mal gab es ein Dislike, aber ich weiß gar nicht warum. Vielleicht schreibt er mal das da auch rein, wenn er disliked. Alles klar, bis dann. Tschüss.